Hallo und herzlich willkommen zurück zu Fahrenheit. Wir spielen jetzt mit Lucas Kane weiter. Die Schlinge zieht sich zu. Die Polizei ist mir auf der Spur. Die kommen wieder und beim nächsten Mal nehmen sie mich fest. Agatha ist meine letzte Chance. Sie scheint als einzige zu verstehen, was mir widerfährt. Ich hoffe nur, sie beantwortet mir diesmal einige Fragen. Agatha. Die Tür ist wie immer weit für uns geöffnet. Agatha? Agatha, ich bin's! Lukas! Wo ist denn die Agatha hin? Eine alte Spüle. Ich weiß. Hast du es schon mal erwähnt? Das offensichtliche Messer können wir noch nicht nehmen. Nur Agatha hin. Wer ist da durchs Fenster raus? Hallo? Ich brauche Ihre Personalien, um den Anruf aufzunehmen. Hallo? Die Polizei wird in wenigen Minuten eintreffen. Hören Sie mich da? Oh nein! Agatha! Wo ist sie denn? Oh, Polizei! Ui, häng fest! Oh. Agatha, wo bist du? Da ist Agatha. Genau vor meiner Nase, hab ich nicht gesehen. Oh nein! Toll! Wir waren noch gerade erst wieder dabei, Motivation zu bekommen. Sie ist tot. Sie wurde umgebracht. Sie konnte mir als Einzige helfen. Sie wusste als Einzige Bescheid. Gibt's hier noch irgendwas für uns? Vielleicht hat sie etwas hinterlassen. Oder irgendwo eine Antwort versteckt. Ich muss ganz schnell die Wohnung durchsuchen, bevor die Polizei antrifft. Was führt Sie her, junger Mann? Sagen Sie, wie sieht Ihr Käfig aus? Käfig? Ich will das Messer haben, ganz ehrlich. So. Ich wusste noch, das Messer ist wichtig, aber ich weiß nicht mehr so genau für was. Gehe mal zu dem Käfig oder zu den Käfigen. Kann man hier irgendwas machen? Hey, diesen Käfig, da steht Papier. Kann man ihn benutzen? Muss jetzt jede Aktion einzeln ausführen. Ein Zeitungsartikel aus dem Jahr 1928. Warum wollte Agatha, dass ich das lese? Okay. Furchtbarer Mord bei Tageslicht. Was können wir mitnehmen? Gibt's hier sonst noch was? Ne, nur das Futter. Oh, die stehen vor der Tür. Oh. Futtersäckchen liegt ein Schlüssel. Wir müssen schnell zurück. Ich weiß nicht, wofür der Schlüssel da ist, aber wir sollten gehen. Es wird sehr knapp. Wir müssen gehen. Flüchten.
knapp. Hier ist die Polizei. Ist da jemand? Puh. Hey Kevin, ruf den Notarzt. Da liegt jemand am Boden. Oh nein, oh nein. Die arme Agatha. Hallo, keiner da? Tyler? Du bist heute aber früh dran. Sei so nett und heiz den Ofen vor. Und hol den Champagner aus dem Kühlschrank und schenk schon ein. Ich bin gleich soweit. Okay. Können den Ofen anmachen? Kühlschrank, da. Die haben wenigstens ein bisschen mehr Nahrungsmittel da drin stehen. Und eine Pizza. Pepperoni Pizza. Oh lala. Hallo, Inspektor Miles. Weißt du, welcher Tag heute ist? Tja, Weihnachten ist vorbei. Vielleicht Nationalfeiertag. Nee, das ist im Sommer. Nee, ich passe. Tyler. Okay, okay, Baby. Vor genau 2 Jahren habe ich die Frau meiner Träume kennengelernt. Kannst du Musik anmachen? Ich habe Lust zu tanzen. Musik. Ein schöner Plattenspieler. Beyond Two Souls. Da. Ha, wie cool, dass sie das da eingebaut haben. Sehr cool. Dancing, dancing. Wir drücken fleißig hier die Knöpfe. Vor allem sie in dem schönen Kleid und er in dem Pulli. Ups, er drückt. Ah nein! Entschuldigung, ich war so auf dem Pulli fixiert. Plus 30, Halleluja. Nun hatte ich alle Teile des Puzzles. Ich musste sie nur noch zusammenfügen, um den Mörder ausfindig zu machen. Auf meinem Tisch lagen alle Indizien von Nazer und Jones und auf Tylers Tisch die vom Restaurant. Der Name des Mörders musste hier irgendwo zu finden sein. Wir schauen uns trotzdem mal um. Ein bisschen Wasser trinken. Bisschen entspannter werden. Ansehen. Die Liste der Anrufe, die in der Mordnacht vom Telefon des Restaurants ausgemacht wurden. Vielleicht hat der Mörder auch telefoniert. Okay. Interessant. Oh, Telefon. Das war bei mir, oder? Nee, war nicht bei... Doch, war bei mir. Hier. Inspektor Valenti. Hallo, ich bin's, Garrett. Hallo, Garrett. Ich wollte dir nur sagen, dass ich dir gerade die Testergebnisse von den Abdrücken auf dem Stift geschickt habe. Dürften schon in deiner Mailbox sein. Super. Danke, Garrett. Ich guck sofort rein.
Das Taxiunternehmen müsste dir die Liste der Fahrziele geschickt haben, die in der Mordnacht von der Straße des Lokals aus angefahren wurden. Dürfte bei dir im Fax liegen. Danke. Cool. Tschüss, Garrett. Tschüss, Carla. Okay, mal schauen, was er uns da jetzt geschickt hat. Ansehen. Lucas Kanes Fingerabdrücke. Das ist wichtig auf jeden Fall. Die merken bei uns. Fingerabdrücke sind immer gut. So. Das Fax. Ansehen. Die Liste der Fahrziele, die die Taxis in der Mordnacht anfuhren. Wenn der Mörder ein Taxi nahm, ist seine Adresse vielleicht darunter. Verbindung? Nein. Nein? Diese beiden passen nicht zusammen. Na gut, dann eben. Herein? Hey, Carla. Ich sah noch Licht und dachte mir, ich sag mal kurz Hallo. Nett von Ihnen, Martin. Abends ist es ruhiger. Da kann ich besser nachdenken. Carla, ich hab da was auf dem Herzen. Schon seit einer Weile. Ich hab den Mörder vom Restaurant wieder gesehen. Er hat im Central Park ein Kind gerettet, das ohne ihn ertrunken wäre. Ich hab's mit eigenen Augen gesehen. Hört sich blöd an, aber ich konnte ihn danach einfach nicht festnehmen. Ich glaubte, wir seien ihm was schuldig. Tut mir echt leid. Lassen Sie es gut sein, Martin. Ich hätte vielleicht genauso gehandelt. Ich bin auch noch eine Weile beschäftigt. Muss Berichte tippen. Kommen Sie rüber, wenn Sie Gesellschaft brauchen. Okay. Dann bis später. Na gut, dann gehen wir mal an Tylers Fingerabdrücke. Das könnte passen. Ansehen. Die Abdrücke, die auf der Tatwaffe gefunden wurden. Die wollen wir uns merken. Oh, es sind die Fingerabdrücke von dem Kugeltreiber wieder weg. Die möchte ich doch dazu kombinieren. Das passt doch ganz gut. Verbindung. Eins ist sicher. Die Abdrücke vom Restaurant und die vom Stift gehören derselben Person. Damit hätte ich den ersten Beweis. Um sicherzugehen, dass Kane unser Mann ist, brauche ich aber noch einen. Noch einen Beweis. Was ist das denn hier? Ich dachte, ich könnte mir das angucken. Nee. Das scheint hier so offensichtlich. Das kleine weiße Papier. Ansehen. Das Phantombild des Mörders. Merken wir uns. Merken wir uns. Und was ist hier? Die Liste der Anrufe, die in der Mordnacht vom Telefonsrestaurant gemacht wurden. Vielleicht hat der Mörder auch telefoniert. Das nicht. Aber vielleicht hier mal schauen. Der Shakespeare, der auf Lucas Kanes Schreibtisch in der Bank lag. Vielleicht ja doch. Wir probieren es einfach mal. Nein, das bringt nichts. Das ist schade.
Ich würde gerne den Zettel hier nehmen, aber ich kann da irgendwie nicht dran. Oh. Zwar total bekloppt, aber hilft mir beim Nachdenken. Okay, cool. Wenn das wieder mehr Motivation... Okay. Das ging zu schnell. Wie oft kann ich das machen? Ah, schade. Na gut, legen wir es mal zurück. Oh nein! Die Zeit geht mit mir davon. Ich meine, das haben wir uns ja jetzt schon gemerkt. Hier können wir nichts mehr machen. Vielleicht gehe ich mal, ups, hier woanders hin. Wenn wir hier gucken. Ah. Nicht ablegen. Moment, Moment. Wir nehmen nochmal das Bild. Merken. Und kombinieren das mit unserer Scharfsinnigkeit und der Akte hier. Hallo? Verbindung. Deswegen kam er mir so bekannt vor. Kane sieht genau aus wie das Phantombild des Mörders. Hab ich doch gut beschrieben damals. Jetzt besteht kein Zweifel mehr. Lucas Kane ist der Mörder. Das muss ich sofort Tyler mitteilen. Plus 20, ja. Tyler, Tyler. Nein, nicht spielen, ich möchte anrufen. Telefon. Lass einfach klingeln, Schatz. Die müssen aber aufstehen, denn die Arbeit ruft. Tut mir leid, Baby. Ich muss rangehen. Könnte wichtig sein. Tyler, nein! Ja, sorry, Arbeit und so? Es war doof, aber Beyond Two Souls. Hallo? Wir haben ihn, Tyler. Ich komme sofort. Tyler, ich warne dich. Wenn du jetzt gehst, werde ich dir das nie verzeihen. Er muss nur mal zur Arbeit. Trink schon mal einen Schluck Shampoos und dann bin ich sofort wieder da. Tut mir leid, Sam, aber das ist echt wichtig. Und was ist mit mir? Bin ich nicht wichtig? Tyler! Du bist auch wichtig, aber Arbeit ist dann Arbeit. Vor allem im Polizeidienst, da muss man einfach mit rechnen. Oh. Ein Waschsalon? Ist schon geschlossen. Tut mir leid. Ich brauch nicht lang. Nasternachtitlan Quintilet. Der nächste jetzt, oder wie? Nasternachtitlan Quintilet. Er hat sein nächstes Opfer gefunden. Wow. Ich habe das letzte Teil des Puzzles gefunden. Jetzt müssen wir nur noch den Mörder festnehmen. Captain Jones hat uns alle Mittel bewilligt. Er kann uns nicht entkommen. Okay, da wären wir. Alle in Position. Verstanden.
Wieder mit Ablauf der Zeit. Aber bevor wir jetzt seine Wohnung stürmen, mache ich hier einen kleinen Cut. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder von Fahrenheit. Vielen Dank fürs Zugucken und tschüss!